Willkommen zurück zu Transport für 2. So. Die fahren jetzt fleißig raus. Sehr gut. Die fahren jetzt alle fleißig raus. So, kann ich dich drehen? Geht das? Oder fährst du dann auch drauf damit? Ja, jetzt geht's. Ich würde da gerne mal eine Folge machen, wo ich da mitfahre. Ja. Und das machen wir jetzt. Und wenn wir mal in eine Richtung mitfahren, dann schauen wir, ob wir in die andere auch noch mitfahren. Da setzen wir uns aber oben drauf. Weil ich würde mir das dann gerne mal ansehen, wie das aussieht. Wie diese Linie. Da müssen wir aber so fahren. Fahren wir so mit. Ja. Finde ich. Okay, so 40 km/h können wir, mehr können wir ja nicht. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ah, jetzt haben wir da gedreht. Jetzt drehen wir wieder. Das ist ein bisschen komisch da. Ist halt so, machen wir so. Wenn du spielst hin. So, jetzt geht's weiter. Falls ich da irgendeinen Fehler gemacht habe, gerne in die Kommentare. Aber ja. Sonst lasse ich es einfach so, stört ihn nicht. Weil das ist ja nicht da, wo die dann fahren, die Passagiere. Das ist ja nur da, wo dann umgedreht wird. Also jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an, die Linie. Und dann gucken wir mal. Jetzt geht es durch den Tunnel durch. Finde ich auch ganz nett. Ist ganz nett gemacht. Also wir fahren jetzt dann einmal da durch. Schauen wir mal, wie lange das überhaupt dauert mit dem Tunnel. Aber wir werden es gleich sehen, wie lange das dauert. Jetzt nicht, dass das halt so dauert. Okay, da fährt uns schon einmal einer entgegen. Auch ganz gut. Wir dürfen jetzt dann da weiterfahren, ja. Fahren jetzt dann da raus. Auch ganz cool. Und jetzt geht's wieder aus dem Tunnel raus, genau. Ja. Das hat schon mal geklappt. Dann Windräder, auch ganz nett. Ja. Stehen halt einfach nur rum, die liegen sich leider nicht, aber auch so sind sie ganz okay. Ach so sind sie okay. Ja. Passt auch. Dann haben wir da vorne den Fernsehturm und zwei Türme, Sendemasten, genau, Sendemasten haben wir da, genau, zwei Stück. Wir fahren jetzt darauf, okay, jetzt auch ordentlich noch hin. Da geht es schon ein bisschen nach oben, muss ich sagen, aber ist okay. So, wir bleiben da jetzt stehen. Mal gucken, wie das hier aussieht, wenn man da vorbeifahren. Wie wird man da jetzt sehen? Jetzt sieht man ein bisschen was. Doch ich finde, das ist okay. Das ist okay. Ja. Ein bisschen Festival, da mal einen betonierten Platz, nicht ganz betoniert, weil wir da noch ein paar Grundstiche draußen haben, aber ein bisschen so ein Kies drüber gelegt, so ein bisschen kiesmäßig. Passt doch, oder? Und dann haben wir da den Bahnhof, ja. Also ich finde es okay so. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls euch das nicht gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Einfach, dass ich weiß, wie das findet und ob wir sowas dann öfter machen oder eben weniger. Jetzt fahren wir da aber erst einmal da rein. Das haben wir jetzt gemacht. Wir fahren jetzt einmal in der Folge nur mit der Straßenbahn und dann schauen wir, wie lange das dauert. Ja. Das ist auch ganz nett. Aber Passagiere haben wir noch nicht. Nein. Haben wir noch nicht. Auch eine Unterführung, auch ganz nett gemacht, das ist auch ganz nett.
Da haben wir die Felder. Das auch, ja. Ja, ist okay mit den Feldern hier. Das passt. Mit Strohballen. Sieht schon okay aus. Ist okay. Geht jetzt dann weiter. Die Frage ist jetzt, ob wir gerade fahren oder ob wir abbiegen. Das weiß ich nicht. Aber das sehen wir gleich. Das werden wir gleich sehen. Und zwar fahren wir. Wo fahren wir hin? Wir biegen ab. Okay. Okay. Passt. Dann fahren wir jetzt in die Richtung. So. Ja. Kann man ja auch in die Richtung machen. Das ist ganz okay. Haben wir da jetzt schon Passagiere oder nicht? Noch nicht. Jetzt haben wir einen Passagier. Sieht okay aus. Okay, ein Passagier. Allzu große Nachfrage nach Transport ist hier noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das noch. So, jetzt fahren wir dann gleich weiter. Ja. Wir fahren jetzt wieder weiter. Und schauen jetzt, wie viele bei der nächsten Station einsteigen werden. Dann fahren wir noch zum Bahnhof zurück. Dann würde ich sagen, war es das mit der Fahrt. Alter, es wird eh noch ein bisschen dauern. Ja. Also geht's jetzt dann einmal da rein. Wartet hier jemand? Oder nicht? Unser Passagier steigt aus. Das ist ganz gut. Ja. Passt doch eigentlich ganz gut. Und jetzt fährt noch immer nicht. Aber gleich, oder? Ja. Jetzt geht's weiter, ja. Auch ganz nett gemacht, ja. Doch, es ist ganz nett. Heißt, wir fahren jetzt einmal da entlang, ja. Jetzt geht es dann über die Brücke drüber. Mal schauen, ob uns da noch eine Straßenbahn entgegenkommen wird. Ich hoffe es mal, aber versprechen kann ich es euch nicht. Wir schauen einfach mal. Also. Jetzt fahren wir da schön entlang. Ja. Das ist aber auch ganz nett, da mal ein bisschen nichts zu haben. Und ich hoffe, dass sich dann die Stadt auch da ein bisschen weiter wird in die Richtung. Und in die Richtung dann irgendwie sich das alles dann noch erweitert, dass wir dann bis dort hinten die Stadt haben, dass sich wieder noch die Richtung erweitern, in die wir die Straßenbahn gemacht haben. Das ist so meine Idee. Wenn sie sich in eine andere Richtung erweitern, dann können sie halt müssen sie halt zu Fuß gehen oder mit dem Auto fahren. Dann gibt es diese Möglichkeit, nicht mit der Straßenbahn zu fahren. Ja, ganz einfach. Jetzt gucken wir mal. Aber Passagiere haben wir da noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Da haben wir schon gehabt einen, der ist nur eine Station mitgefahren. Klar, hier ist noch nichts. Aber hätte sein können, dass hier jemand mitfährt. Also. Schauen wir uns das jetzt an. Was? Da wird dann noch niemand sein, oder? Und da ist noch niemand, da wird niemand einsteigen. Jetzt haben wir uns die Fahrt eigentlich auch schon. Das ist nicht so interessant. Außer ihr findet es interessant, aber dann. Ja, wir fahren mal ran über die Brücke rüber. Bisschen was können wir ja mitfahren. Schauen wir uns den hinteren Teil noch an. Und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt zum Bahnhof mitfahren. Oder nicht. Jetzt geht es erst einmal über die Brücke rüber. Ja, und dann gucken wir uns den hinteren Teil noch an. Und dann schauen wir weiter.
Dann schauen wir, wie lange die Folge geht. Jetzt habe ich schon 10 Minuten. Also ein bisschen, das können wir noch mitteilen. Seit 1 Minute nur zu Hause über die Brücke. Und dann wird es das gewesen. Dann fahren wir noch über die Brücke drüber. Gucken uns den hinteren Teil noch ein bisschen an, aus Sicht der Straßen dann. Aber bis jetzt noch nicht so viel passiert. So, jetzt schauen wir mal, ob sich da dann etwas tun wird. Oder eben nicht. Aber bis jetzt noch nicht alles. Das ist eigentlich auch ganz nett da hinten. Auf mein Pizza. Hoffe, es hat euch gefallen. Guten Morgen, schönen Mittag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Rutschow. Tschüss.